So, hier war ich ja schon überall. Übrigens nochmal, weil ich hatte das, diesen Helm gefunden. Hier genau diese Maske. Maske des Westentaschenschlitzers. So heißt der Mörder, der da drinnen so ein bisschen Randale gespielt hat. In diesem einen Hotelzimmer. Oh Mann. Schon mal braucht die Waffe ein bisschen länger zum Schießen. Jetzt erforschen wir nochmal den Fleck, denn was ist das, eine Maulwurfsratte? Zwei Kugeln. Gar nicht mal so unpraktisch. Ich überlege, dass ich im Stand ja mehr Schaden mache. Oh, wo ist er denn? Eigentlich wollte ich ja noch gar nicht so weit äußerlich gehen hier. Ich wollte eigentlich wenigstens in die Richtung. Naja, gut. Jetzt gehe ich mal den Ort hier, tue ich mir jetzt noch angucken und dann gehe ich eigentlich erstmal in die Questrichtung weiter und von da aus gucke ich mir alles an. Und ich sehe gerade, dass meine Uhr nicht mitgemacht hat. Verdammte Mist. Naja, gut, dann achte ich anders da drauf. So. Entdeckt Außenposten des Katastrophenschutzes. Ja, das ist wohl dann auch da noch zu spät gewesen. Wir können hier reingehen. Gucken wir uns mal drinnen um in den Zelten. Oh, da gibt es was zum Lesen. OP-Schlauch nehmen wir mal mit, weil der ist eher selten. Ist aber verschlossen gewesen. Nee, schwer. Es war sogar schwer verschlossen. Okay. Das kam mir jetzt nicht so vor. Schrotpatronen und ein bisschen Munition allgemein. Ja, dann lesen wir uns mal das durch. Einheiten Missionsparameter. Ermitteln Sie die medizinischen und sozialen Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung. Machen Sie auf Gesundheitsrisiken aufmerksam und bieten Sie den lokalen Bedarf an. Helfen Sie bei der Teilnahme am Bundesfitnessregistrationsprogramm. Die Freiwilligen müssen in der Öffentlichkeit und im Privatleben jederzeit die Werte des Programms kollektive Wohlfahrt hochhalten. Öffentliche Information zur neuen Pest. Die neue Pest und du urheberrechtlich geschützt und verteilt durch das Präsidenten-Fitnessprogramm 2051. Erkennen die Zeichen. Mhm. Schütze dich und deine Gemeinde, indem du lernst, Personen zu erkennen, die an der neuen Pest leiden. Bei den Erkrankten treten häufig folgende Symptome auf: Schweißausbrüche, unerklärliche Quetschungen, Schwellungen, starke externe Blutungen, neue Ideale, wie zum Beispiel der Sozialismus. Aha. Denke an Sim. Wenn du glaubst, mit einer Person in Berührung gekommen zu sein, die eines der oder mehrere dieser verräterischen Anzeichen aufweisen, dann denke an Sim. Symptome bestätigen, nähere dich der Person, die unter den verdächtigen Symptomen leidet, falls kein ziviler oder medizinischer Experte verfügbar ist, der dies tun könnte. Vergewissere dich, dass diese Person tatsächlich Symptome der neuen Pest aufweist. Isolieren. Sobald du dich vergewissert hast, dass es sich um einen Fall der neuen Pest handeln könnte, isoliere dich und die Person, die diese Symptome aufweist, von der Bevölkerung, da die neue Pest sehr ansteckend ist. Ah ja. Melden.
Melde diesen Fall direkt bei der nächsten Bundesgesundheitsregistratur der medizinischen Zentrale und überlasse alles weitere den Experten. Schütze dich. Die neue Pest ist eine sogenannte Gesellschaftskrankheit. Dies bedeutet, dass die neue Pest sehr ansteckend ist und durch gesellschaftliche Kontakte wie zum Beispiel die folgenden übertragen werden kann. Gemeinsames Lecken an Speiseeis. Langsames Spazierenfahren auf der Hauptstraße. Was? Sexuelle Freizügigkeit, Sodomie. Besuche von Jahrmärkten oder Festivals. Was zum. Was für ein Quark? Na klar, ist ja irgendwo alles klar, aber wie kannst du dich also am besten vor Gesellschaftskrankheiten schützen? Warum bleibst du nicht zu Hause und liest ein Buch oder kochst etwas? Du schützt dich am besten vor einer ansteckenden Ansteckung, indem du den Kontakt zu anderen einschränkst. Naja, lass dich registrieren. Hast du gewusst, dass eine Regierung vor der neuen Pest und anderen biologischen Gefahren schützen kann? Das ist wahr und du brauchst dazu nur die Bundesgesundheitsregistratur in deiner Nähe aufzusuchen. Dort werden freundliche Bundesexperten ein paar kleine Proben nehmen und dich in der nationalen Registratur eintragen. Durch deine Teilnahme am Bundesregistrationsprogramm hältst du nicht nur die medizinischen Experten über deine medizinischen Vorgeschichte und deinen Gesundheitszustand auf den Laufenden, sondern lieferst auch einen wertvollen Beitrag zu wichtigen Forschungsprogrammen und erhältst das Anrecht auf Sonderpreise wie zum Beispiel Benzinration oder Urlaubsreisen an exotischen Orten unseres Landes. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach DDR oder so. Ich weiß nicht. Okay. Öffentliche Informationen, das hatten wir, glaube ich, war. Einheitenführer, bla bla bla, Protokoll. Oh, was kommt denn noch? Protokolleintrag 001. Ich kam heute mit der ersten Wagenladung von Freiwilligen an. Keine Bundesbeamten, weit und breit. Ich schätze, das Registrationsprogramm hat diese Gegend bereits abgeklappert. Es wurden einige Sachen zurückgelassen und ich bin befugt, die Sachen aus dem Lager zu holen und zu benutzen. Wir haben einige einfache Antibiotika und Hygienevorräte sowie ein paar Kisten mit Informationsflugblättern zur neuen Pest. Was ist denn das für ein Satzende? Zu neuen Pest. Okay. Das ist noch nicht viel, um etwas Großes aufzuziehen. Aber immerhin können wir uns jetzt im Hotel einrichten. Vorläufig werde ich mich darauf konzentrieren, mit Victoria unser Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit aufzubauen. Während unsere übrigen Freiwilligen in die Gemeinde gehen und um die Lage zu erkunden. Zweiten. Das Gebäude, das uns für unser Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung gestellt wurde, war der reinste Witz. Das Gebäude ist nur zur Hälfte fertiggestellt und was bisher gebaut wurde, sieht so aus, als könnte es jeden Moment von selbst umfallen. Das Immobilienunternehmen war keine große Hilfe. Ich habe einige Außendienstmaterialien angefordert, damit wir ein Zentrum unter freiem Himmel aufbauen können, bis dieses Problem behoben werden kann. Meine Freiwilligen haben mir berichtet, dass es in einem großen Teil dieser Gegend an der grundlegendsten Infrastruktur mangelt und wir daher wahrscheinlich am besten mit einfachen Impfstoffen und sanitären Materialien beginnen sollten. Ich habe einige dieser Materialien auf der heutige Einkaufsliste gesetzt, glaube aber, dass wir die Lage vor
Ort noch nicht gründlich genug erkundet haben, um jetzt schon mehr als das anzufordern. 3. Wir haben heute die erste Veranstaltung für unsere Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt, die allerdings nicht gut verlaufen ist. Der größte Teil der Bevölkerung im zentralen Gebiet von Point Lookout besteht aus Immigranten aus nahegelegenen städtischen Wohngebieten, zum Beispiel aus Bauarbeitern mit zeitlich begrenzten Verträgen, Hilfspersonal für örtliche Unternehmen und ein paar wenige Geschäftsleute, die mit den Bauprojekten zu tun haben. Wir sind hier, um der ländlichen Bevölkerung zu helfen, die noch nicht einmal einen Nachttopf besitzt, aber gerade diese Leute kommen einfach nicht in den Ort, Wir müssen unsere Arbeitsplätze gründlich neu überdenken. Die Bevölkerung scheint sehr zurückgezogen zu leben. Wir müssen bei unserer Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit kreativ vorgehen. Das war der letzte Satz schon. Meine Fresse. Victoria wurde heute schwer verletzt. Sie fuhr mit einem Lastwagen voller Vorräte zur Ark und Dove-Kathedrale auf der anderen Seite des Flusses. Die meisten der Einheimischen, denen wir helfen wollen, wohnen in primitiven Behausungen im Feuchtgebiet. Die Kathedrale ist das einzige öffentliche Gebäude, das sich in der Nähe dieses Gebietes befindet. Victoria war nicht gerade im Besitz zu... Im besten Zustand, um ausführlich Auskünfte zu geben. Aber offenbar war niemand da gewesen, als sie die Kathedrale erreichte. Sie ging in die Sümpfe hinaus, um die Einheimischen, die da draußen in den Hütten lebten, Kontakt aufzunehmen. Die Rettungssanitäter behandelten eine Wunde an ihrem Hinterkopf. Sie wird wieder auf die Beine kommen. Wieder auf die Beine kommen, hat sich aber offenbar einen Schädelbruch zugezogen. Victoria kann sich nur noch daran erinnern, plötzlich ohnmächtig geworden zu sein. Es wurde nichts von ihren persönlichen Besitztümern oder dem medizinischen Material entwendet. Aber trotzdem werde ich vorsichtig walten lassen, Aber trotzdem werde ich Vorsicht walten lassen und den Freiwilligen verbieten, sich allein dort draußen herumzutreiben. Wir werden alles tun, was unter diesen Umständen überhaupt in unserer Macht steht. Meine Fresse. Wenn man so viel lesen tut, dann fängt man mal sich schnell an zu verhaspeln. So. Jetzt habe ich hier fast den Part nur gelesen, wa? Quatscht und gelesen. Das hier hatten wir ja schon, wa? Best. Genau. Es soll, glaube ich, ein bisschen die Situation hier von diesem Ort darstellen. Es gab hier wohl eine gewisse Pest oder so, die die Leute irgendwie... Da draußen gibt es viele Leute, aber nur wenige, denen man trauen kann. Marcella, aha. Wer auch immer sie ist, sprechen wir sie mal an. Seien Sie gegrüßt, mein Kind. Ich bin Marcella, Missionarin und Schülerin des Glaubens. Wie geht es Ihnen? Freut mich, Sie kennenzulernen, Marcella. Die Freude ist ganz meinerseits, mein Kind. Ich würde Ihnen gern etwas über den Glauben erzählen, wenn Sie zuhören wollen. Oh, nee. Oh, was halten Sie vom Point Lookout? Ich bin selbst noch recht neu hier, aber ich sage Ihnen gern alles, was ich weiß. Was halten Sie von den Einheimischen? Als sehr feindselig. Ich will sie beobachten, aber die Sumpfbewohner sind Außenstehenden gegenüber aggressiv. Zum Glück bleiben sie gern im Sumpf. Was haben all die Knochen und aufgespießten Puppen hier zu bedeuten? Das sind sicher Fetische oder Totems der Sumpfbewohner.
mit denen wahrscheinlich Territorien abgesteckt oder Rituale zelebriert werden. Ich habe von vielen primitiven Religionen gelesen, die ähnliche Symbole verwenden. Voodoo, Santeria, Obea. Faszinierend, aber auch beunruhigend. Obwohl die zugrunde liegenden Glaubensvorstellungen recht finster wirken, sind sie für die Sumpfbewohner wahrscheinlich lediglich leere Traditionen. Haben Sie das Zeltlager hier errichtet? Mehr oder weniger. Nee. Die Zelte waren umgestürzt, als ich sie fand. Ich konnte sie wieder aufstellen. Das hier riecht am wenigsten nach nasser Brahmin. In einem anderen Zelt habe ich ein Terminal wieder in Gang gesetzt. Daher denke ich, dass die Zelte vor dem Krieg von Medizinern errichtet wurden. Ja, haben wir ja gelesen. Sie meinten, sie wären nicht von hier? Ganz recht. Ich komme aus der Abtei der Straße. Allerdings darf ich Ihnen nicht verraten, wo sich diese Abtei befindet. Reden wir über was anderes. Über was sollen wir reden? Erzähl mir, woran du glaubst. Soll ich Ihnen aus der Heiligen Schrift vortragen? Oder möchten Sie nur etwas über unseren Glauben wissen? Meine Mutter hatte eine Lieblingsstelle, Offenbarung 21,6. Kennen Sie die? Natürlich. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen umsonst vom Brunnen des lebendigen Wassers geben. Ein wunderbarer Vers. Selbstlosigkeit ist so eine Seltenheit heutzutage. Ich verstehe sehr gut, warum gerade diese Stelle sie so beflügelt hat. Noch eine von diesen Sekten, zumindest hört sich das so an. Was genau ist dann ihre Mission? Oh, ich möchte es eigentlich nicht hören. Wie sind sie Missionarin geworden? Wir versuchen, das Ödland angenehmer zu gestalten, indem wir Gutes tun und das Wort der Bibel verbreiten. Außerdem bergen und restaurieren wir alle religiösen Reliquien, die wir finden können. Aber das ist nur eine Nebenbeschäftigung. Aha. Wie sind Sie Missionar geworden? Ich wurde im Kloster großgezogen, bis ich alt genug für die Missionsarbeit war. Erst dann verließ ich zum ersten Mal das Kloster. Die Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift. Das Wort Gottes, wie es in der Bibel steht. Möchten Sie einen Vers hören? Nein. Ich fürchte, ich habe die Heilige Schrift nicht bei mir. Aber ich kann ein paar Stellen vortragen. Diese hier gefällt mir besonders. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Sehr schön. Nein, ich will keine Stellen hören. Noch einer von diesen Sekten, zumindest hört sich das an. Das kann man nicht so sagen. Doch. Seit dem großen Krieg klammern sich die Menschen an viele Lehren. Und einige davon haben ihre Wurzeln in unserem Glauben. Die Bibel gab es schon lange, bevor die Bomben fielen. Und mein Glauben auch. Für uns war der Krieg eine große Tragödie, aber nicht die Apokalypse. Oh, ich würde gern... Nein, ich will keine andere Über Stelle. Was sollen wir reden? Das war's schon. Passen Sie gut auf sich auf. Ja. Was haben wir hier? Das ist, glaube ich... Ah, nee, das ist ihr. Oh, doch, guckt einer an. Das ist ja doch ein Vorkriegsbuch. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir doch hier noch sowas finden. So, hier war aber ein Safe. Der gehört sehr schwer. Oh. Na und? Trotzdem beklauen wir sie. Bitte, wir haben noch keine... Stimmt, was ist denn, wenn wir jetzt... Oh, scheiße. Ach so, ich habe ja noch das hier. Dietrich, genau. Ach nein, verdammt. Oder es geht gerade. Schnell speichern. Und jetzt machen. Jetzt guckt sie gerade nicht hin. Das ist natürlich perfekt. Nein. Hält er nach unten. Nein.
Nein. Ah, verdammt. Was ist der Punkt? Nein, jetzt erinnert mich. Das ist ja nicht so schlimm. Okay. Da muss hier irgendwo zwischen sein. Oh, also noch ein Stückchen weiter unten. Oh, geschafft. Ziemlich X, Retterway. Da und? Ist mir auch egal. Marcellas Terminal. Oh, verdammt. Noch mehr zu lesen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht in Finstern wandeln, bla. Oh nee, Vers, weiß ich was. Einheimischer. Obadiah Blackhell. Ich habe einen Einheimischen namens Obadiah Blackhell getroffen, der ganz allein in einem alten Gutshaus wohnt. Er ist ein Überredungskünstler. Aha, erster Güte. Er flehte mich an, für ihn ein Buch zu bergen, bei dem es sich seinen Worten zufolge um ein Familienerbstück handelt. Bei diesem Mann habe ich ein ganz schlechtes Gefühl. Ich werde versuchen, mehr über dieses Buch und die Verbindung von Obadiah. Ach, Obadiah, Mensch. Richtig lesen. Jetzt weiß ich es wieder. Zu den Sumpfbewohnern dieser Region herausfinden. Er war jedoch nicht gewillt, mir mehr über zu erzählen, als ich ihn darum bat. Neues. Ich habe herausgefunden, dass Black Hell in den Überlieferungen dieser Gegend vorkommt. Demzufolge hat vor noch nicht allzu langer Zeit eine Vorfahrin von Obadiah, die Constanze Black Hell hieß, einen geheimnisvollen Text erworben, der als Kriftbeek blablabla bezeichnet wird. Das ist allerdings wirklich nicht gut, denn von diesem Buch habe ich schon einmal gehört. Ich muss es unbedingt vernichten. Fährmann Toba. Der Fährmann ist ein eigenartiger Mensch. Er steht dem Glauben zwar skeptisch gegenüber, ist aber immerhin bereit, sich meinen Messen anzuhören. In diesem Mann scheint wesentlich mehr zu stecken, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Und es haftet ihm auch deutlich der Geruch von Sünde an. Ich werde ihn während meines Aufenthalts im Point Lookout regelmäßig besuchen, um zu predigen, falls er dies erlaubt. Stammeskultur, Kathedrale. Diese Stammeskultur hat ein wichtiges christliches Gebäude dieser Region besetzt. Die Ark and Dove Kathedrale. Ich würde das Gebäude ja wirklich gerne nach Artefakten oder unversehrten Texten durchforsten, aber die Bewohner stehen allem Außenstehenden unverhohlen feindselig gegenüber. Sie haben mir jedoch angeboten, mich in ihrem Stamm aufzunehmen. Mich lockt die Versuchung ihrer Eide auf mich zu nehmen, um mir durch diese List den Zutritt zu erschwindeln. Aber meine moralischen Bedenken sind einfach zu groß. Jo, das war's schon. Oder? Nee, Reisetagebuch. Oh Gott. Oho, Pit! Ich habe während eines Sturmes bei einer Handelskarawane Schutz gesucht und noch mehr beunruhigende Geschichten aus Pit gehört. Ich frage mich, ob meine Aufgabe mich meines Tages dorthin führen wird. Vorerst muss ich meine Reise nach Osten zum Commonwealth fortsetzen. Ach, guck ihn an. Das Commonwealth verlassen. Ich habe hier so viel Gutes getan, wie ich nur konnte. Ich muss verschwinden, bevor ich die Konsequenzen zu tragen habe. Ich konnte mir eine Passage auf ein Schiff aushandeln, das nach Süden fährt. Ich weiß nicht, wo ich noch landen werde, aber so sind
eben die Wege meines, unseres Herrn. Aha. Also sie war wohl, komm, ist sie vielleicht ein Roboter? Aufenthalt im Ödland der Hauptstadt. Toba hatten mit der Herzogin Gambit oben im Ödland der Hauptstadt angelegt. Ich habe den Nachmittag damit zugebracht, an einem Ort namens Rivet City Handel zu treiben. Ich habe mit einem Peter, ein Pater namens Clifford das Brot gebrochen. Mhm. Es hat mir gewaltigen Auftrieb gegeben, einen anderen Anhänger des Glaubens zu begegnen. Ich muss bald wieder einmal hierher zurückkehren. Das war's. Eigentlich alles andere ist jetzt nicht so wichtig. Tja, Freunde, das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid. Ziemlich viel Storyline-technisch jetzt hier nur passiert. Ich gucke mir jetzt aber noch in den Zelten schnell um. Und nehme alles mit, was wir hier finden. OP-Schlauch nochmal. Stimpaks. Ah, was? Wartet. Da war ja noch eins. Doch nicht. Oder? Das habe ich gemacht, aber das habe ich erst gesehen. Genau. Und das hier noch. Ja. Man merkt gar nicht, dass das mal ein Medizinerzelt war. So, mehr ist hier aber nicht, oder? Nee. Jetzt gucke ich mir noch schnell die Boote an und dann, sag ich mal, wird es hier auch erstmal einen Cut geben. Ist hier irgendwas? Ich finde das, also Wasser ist nicht so ganz so... nicht so das Können von Fallout, meiner Meinung nach. Das ist gar nichts. Wobei ich eigentlich die höchsten Einstellungen habe, aber das Wasser sieht irgendwie sehr hässlich hier aus. Spiel, nun komm, geh rauf, das Boot. Und hier ist einfach mal gar nichts. Ich muss das mal untertauchen. Nö. Okay. Ich weiß aber, glaube ich, dass, dass hier sind ja überall diese Bojen und unter den Bojen ist definitiv, weiß ich noch, dass da Items oder zumindest Munition viel liegt oder auch in meinen Safe und so.